Gefahrenstufe steigt wieder. Aber eigentlich auch nur, weil die in Einzelhaft sind. Deswegen können die alles andere nicht befriedigen, erfüllen, wie auch immer. Und dadurch werden die natürlich extrem angepisst. Blingling, da ist das mit Forschung fertig. Was denn? Was ist denn fertig? Was haben wir denn geforscht? Hunde sind noch nicht fertig. Gefängnisarbeit haben wir ja schon lange. Steuererleichterung dauert noch ewig. Waffenkammer. Waffenkammer. Geht das gleichzeitig? Nee, es geht nicht gleichzeitig. Mist. Recht 5000. Wir haben gerade nicht so viel, ne? Wir haben nur 8000. Nee. Dann warten wir lieber mal. Für Einzelhaft sollte das reichen da. Und Einzelhaft soll ja auch nicht schön sein, ne? So Leute, baut mal hin. Bitte, beeilt euch. Ist jetzt fertig geworden? Das war das hier, ne? Hunde. Eine Hundestaffel. Einsatz. Hundepatrouillen. Hundepatrouillen... Oh. Machen wir hier mal eine Hundepatrouille. Schicken Sie zwei Hundeführer auf eine Hundepatrouille. Okay, warte. So. Und da möchte ich gerne einen Hund. Patsch. Hilft das? Schicken Sie zwei Hundeführer auf eine Patrouille. Müssen wir dafür noch Hundeführer einstellen? Hausmeister, Hundeführer. Tatsache. Eins, zwei. Und, jawohl, erreicht. Da verkeilt sich der Hund ein bisschen im Türrahmen. Wuff, wuff. Was? Wachhund trägt Personalschlüssel. Was? Trägt Hundeleine und Gefängnisschlüssel. Der Wachhund hat einen Personalschlüssel. Also ein Service hier. Huh. Naja. Teilen Sie einer Patrouille zwei bewaffnete Wachen zu. Waffen... Oh, ups. Hilfe. Hier. Waffen... Waffenkammer läuft jetzt erst. Da müssen wir noch warten. Was macht ihr hier oben, Leute? Da fehlen immer noch die Verbindungen zum Klo, ne? Ihr werdet ja nie fertig. Komm, gib mal Gas jetzt hier. Ach so, die Tür hält auf, ja. Wer meint er denn hier? Aber eine Einzelhaftzelle können wir eigentlich schon, Einzelhaft. Brötz. So. Jetzt mal gucken, ob da gleich jemand reingesteckt wird. Patsch, der Stuhl steht. Und da ist er. Und jetzt läuft Einzelhaft nämlich auch runter. Jetzt können sie ihre Einzelhaft absitzen und dann hoffentlich irgendwann auch wieder mal hier im normalen Leben teilnehmen, sprich auch arbeiten für uns, etc. pp. Was war das? Was zum... Hallo, Krankenstation? Er ist müde und verletzt. Geht er erstmal zum Arzt, Alter? Hier, kümmere dich mal um den. Geht das so? Nee. Geh mal darüber. So. Ah, jetzt kümmert sie sich. Sehr gut. Da ist auch noch ein Verletzter. Kümmere dich mal um den. Was mit dem Hund?
Der Hund ist auch verletzt und müde. Hunde brauchen einen Zwinger zum Schlafen. Ach du Scheiße. Zwinger? Ein Zwinger. Zwingerclub. Wo gibt's denn jetzt Zwinger? Sprinkler. Sofa, Ladenfront. Straßentorfenster, großes Fenster. Hä? Raum. Gibt's den vielleicht hier? Postraum. Postraum wäre auch nicht schlecht. Sicherheit. Büros. Büros für ihre Wachen. Oh, guck mal. Warte mal da. Die Dinger sind fertig. Planung. Das weg. Räume. Einzelhaft. Patsch. Und patsch. So, dann können sie nach und nach ihre Einzelhafte absitzen. Und jetzt zurück. Da wurde was entdeckt. Wo war ich? Ach so, ich habe den Zwinger gesucht. Waff da, Zwinger, Tatsache. Hier leben ihre Hunde. Ach du meine Güte. Dann können wir doch eigentlich irgendwie... Warte mal, Planungsmodus, Wände. Hier gibt es keine Mitte, ne? Wenn wir jetzt sagen würden, hier ist noch ein Büro. So. Dann könnten wir hier... Braucht ihr eine bestimmte Größe? Zwinger. 5x5. Ach. Ein Zufall. Dann. Das weg. Müssen dann 5 sein. Jawohl. Das auch. Quietsch. Dann müsste es eigentlich... Warte mal, können wir es eigentlich hier oben auch zubauen? So, dann müsste es eigentlich okay sein. Fundament. Boah, dieses Geräusch. Ist schon echt fies. So, benötigt Zugang. Räume, nee, Materialien. Wände abreißen. Die beiden bitte weg. Wird schon klar gehen, die Gefangenen sollten da drin sicher sein. Und hier siehst du? Ach Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, dass sie die nochmal reinstecken können. Eigentlich sollte es jetzt... Ah ne, die sitzen ja immer noch seit Anfang an da drin, ne? Zwei Stück geht's gut. Das ist ja schon mal sehr schön. So, dann bauen wir mal ganz schnell einen Hundezwinger. Damit die beiden effektiv arbeiten können, bräuchten wir aber eigentlich auch 4, ne? Also 4 Hundeführer. Geld wird ein bisschen knapp. Eieiei. Schicken Sie 2 Hundeführer auf eine Patrouille. Wieso haben wir das denn? Wieso ist denn das wieder weg? Weil die nicht laufen, oder? So, trotz der wenigen Knete muss ich leider bauen. Ne, das kann zugemacht werden. Ne, der nicht. Der muss so und dafür muss die Wand abgerissen werden. Da können wir später noch ein Büro reinbauen, wenn wir überhaupt noch eins brauchen. Brauchen wir noch eins? Doch, für einen Rechtsanwalt wahrscheinlich. Sie benötigen Recht, aber der braucht doch mit Sicherheit ein Büro. Der Strom reicht leider nicht bis da oben hin. Ziehen wir da mal Strom rein. Braucht der Zwinger denn irgendwas Besonderes? Hundehütten. Hundehütte. Wo gibt's die denn jetzt hier?
Hm? Hundehütte? Oh yeah. Hundehütte. Wo ist die Hundehütte? Mano. Die bauen da noch brav, alles gut. Aber ich sehe ja keine Hundehütte. Was zum... Was ist das denn? Eine Hydraulikpresse, alter Schwede. Oh, Gebetsmatte, echt jetzt? Ladenregal, Bücherregal. Gut, Bücherregale haben wir ja. Abhöranlage, Überwachungskamera. Hier gibt es ja noch eine ganze Menge. Ich kann leider nicht mit dem Mausrad scrollen. Doof. Ferngesteuerte Türen. Überwachungskamera. Jo, das kommt ja alles noch. Waffenständer. Ich sehe aber immer noch keine Hundehütte. Eine Leichenbare. Ach du meine Güte. Was sind das? Objekt verkaufen? Nö, will ich nicht. Ich suche diese verdammte Hundehütte. Krankenbett, Leichenbare. Tischsäge. Okay, pass auf. Die Hunde, die kriegen eine Personaltür. Personaltür, die haben ja auch einen Personalschlüssel, ne? Also gut ausgebildete Hunde tragen in der Regel einen Personalschlüssel mit sich rum. Und jetzt kommt hier der Zwinger rein. So. Und der Zwinger sagt jetzt, der hätte gerne Hundehütte. Umschlossen von Wänden und Türen eingerahmt. Ja, die Tür kommt. Und da ist die Hundehütte. Wir sind da vorne. Bis zum Geier. Ich probier's mal so. Die Hunde kommen schon an. Also als Zwinger wurde es schon erkannt. Da kommt auch die Personaltür. Bäh. Jetzt weiß ich nur nicht, wie rum ist denn das, bitteschön? Was soll denn das sein? Ich baue die mal so hier hin, wir werden es ja sehen. Verletzt. Helfen die hier auch bei Tieren? Können die das? Das will ich jetzt wissen. Na toll. Nee, die helfen nicht bei Tieren. Die Hundedinger sind anscheinend irgendwie... Das sieht aber scheiße aus. Kann ich die nur in diese beiden Richtungen bauen? Naja, zumindest können sie pennen. Und wir brauchen... Ah, Mann. Hundestaffel, Hundeführer. Sagen denn unsere Finanzen? Ich wollte unsere Finanzen sehen. Hallo? Personal 11.000. Naja, wir machen ja noch hier 915 Gewinn pro Tag. Und wenn die jetzt mal langsam da ihre Gefängnisstrafen absitzen. Wurde kürzlich grundlos durchsucht. Na, grundlos ist ja... haben ernsthafte Beschwerden, aber was denn? Bedürfnisse. Hygiene. Das ist klar, das waren wahrscheinlich die, die hier noch im Knast gehockt haben, oder? Ah, guck mal, jetzt arbeiten hier auch welche. Das ist sehr schön, arbeitet. Hygiene. Nee, Hygiene. Ist aber auch aktiv. Das heißt, hier oben muss irgendjemand duschen. Da. Haben die eine Arschritze.
Was ist das? Was ist das denn da? Hat er Pillen dabei? So einer ist aktiv. Hygiene. Echt jetzt? Haben wir zu wenig eingeplant hier? Tagesordnung. Dusche eine Stunde. Es sind aber genug Duschen da, Leute. Ich glaube, da wäre es ziemlich cool, wenn man hier so ferngesteuerte Türen hätte, die dann alle irgendwie so um 6 Uhr morgens batz aufgehen. Das wäre cool. Naja, wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Jetzt geht's wieder runter. Da kommen die Nächsten zum Absitzen ihrer Einzelhaft. Blingeling, Forschung ist fertig. Das war was? Das war die Waffenkammer, ne? Ne, Waffenkammer ist noch dran. Was wird denn das? Ausbildung. Ausbildung. Können wir da bestimmt hier... Regeln. So, jetzt können wir auch wieder mit Einzelhaft und sowas hantieren. Das geht dann schon. Programme. Guck mal, hier haben wir ein paar Leute, die interessiert sind in Ausbildung. Steht hier auch, was das kostet? 100 pro Sitzung. 2 Sitzungen, also 200. Ich will mal wissen, was das macht. Aber dann nehmen wir natürlich auch Taser-Ausbildung für Wachen. Ach du meine Güte. Erfordert Taser-Ausgabe. Uah. Schon cool alles. Arbeit. Arbeit, Arbeit. Tagesordnung. Wir haben es jetzt. Ah, dann ist gleich Arbeit vorbei. Dann kommt die Dusche. Dann müssen die zum Duschen aber immer wieder durch ihren Zellentrakt durch, ne? Das ist, Wahrscheinlich haben die deswegen auch Hygieneprobleme. Bedürfnisse. Hygiene. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Jetzt müsste es gleich auf, ich kann ja mal ein bisschen beschleunigen. Komm, nochmal ein bisschen. Ich will jetzt sehen, wie das ist, wenn das von Arbeit auf Duschen umspringt. So, jetzt gleich. Jetzt wischen die da oben die Dusche. Dusche, so. Mal schauen. Die laufen jetzt da hoch. So, wie lange brauchen die denn? Die hier? Jetzt muss da eine Wache erstmal die Tür aufschließen. So, und jetzt können sie duschen. Also eine halbe Stunde geht schon für den Weg flöten. Die Hygiene geht einfach nicht runter, die bleibt kritisch. So, und jetzt haben wir schon wieder das nächste Essen, ne? Essen, Essen, Essen. Nein, jetzt geht's wieder runter. Warum? Ist die Hygiene jetzt wieder... Hallo? Hygiene jetzt wieder runtergegangen? Ein bisschen nur. Schitte. Da könnte man noch einiges mehr rausholen. Training ist rot. Familie ist auch rot. Aber die können doch jetzt eigentlich im Hof selber anrufen. Freiheit. Na gut, wir schauen mal. Vielleicht muss ich das jetzt auch einfach ein bisschen wieder einpendeln. Ich glaube aber fast, wir kriegen auch nicht genug Mahlzeiten zusammen, oder? Autospeicherung? Wo ist denn Nahrung? Na, Nahrung geht aber. Da oben wird wieder einer in Einzelhaft verschoben. Jawohl. Die sind gerade auch frisch reingekommen. Der Rest müsste ja jetzt eigentlich... Ach, guck mal, es geht runter. 7 haben nur noch ernsthafte Beschwerden und 4 sind eingesperrt. Davon sitzen 3 schon einzelhaft ab. Was hat er denn hier? Er muss wohl warten. Naja.
Gut, 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 gut. Obwohl, eigentlich könnten wir hier auch Dingenskirchen machen. Büro. Hätten wir das nicht gebraucht. Naja, wir gucken mal. Wir schauen mal. Einsatz. Nee, Logistik. Gefängnisarbeit. Wäscherei. Da könnten 15 Leute drin arbeiten. Derzeit arbeiten 3. Das mit den Duschen finde ich echt noch suboptimal da oben. Wie gesagt, ferngesteuerte Türen, die wären echt perfekt. Damit nicht immer alles aufgeschlossen werden muss. Aber guck mal, hier die bleiben offen. Türmodus normal. Oh. Die Tür ist kaputt. Die kann mal repariert werden. Informationen. Informanten haben wir nicht. Oh, er ist launisch. Was denn so in den 24 Stunden passiert? Eine Schere. Die war da oben versteckt, hier geschmuggelt, da getauscht. Kam irgendwann mal hier rein. Und wurde dann hier versteckt. Ah, guck mal an. Hier geschmuggelt. Besitzer. Er hier. Er ist der Besitzer gewesen. Der hat keinen Namen. Nur toll. Naja, gut. Bling, ich bin jetzt fertig geworden. Waffenkammer. Taser und Panzerwesten könnten wir jetzt machen. Wir brauchen auf jeden Fall unbedingt noch mehr Hundeführer und jetzt, warte mal, Waffenkammer, Räume, Waffenkammer. Innenbereich, Waffenständer, Spind, Tisch. Ob wir das alles da reinkriegen? Hier? Ich glaube nicht, oder? Wir könnten aber das Büro des Sicherheitschefs hier rüber verlegen. Und den Raum größer machen. 4 Hunde kriegen wir hier unter. Das könnte klappen. Das könnte klappen, aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ein Päuschen. Ich brauche nämlich noch einen Kaffee. Der gärt schon bestimmt jetzt eine Stunde oder so in der Kanne vor sich hin. Mal gucken, ob der noch schmeckt. Ich hole mir eben dann... Oh, 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 oh. Was war das? Ein Handy? Ein Handy. Naja. Vielleicht sollten wir hier unten auch mal... So, pass auf. Nee, wir haben nicht genug Kohle. Mann, Mist. Wir brauchen mehr Kohle. Wir brauchen mehr Kohle. Wir gucken mal, wie wir mehr Kohle kriegen. Nach einer kurzen Pause. Ne? Weil, wie gesagt, Kaffee. Ich hoffe, der ist doch gut. Ich brauche erst dringend Kaffee. Und auf den Balkon gehe ich auch mal kurz. Also, ne? In ein paar Minuten sehen wir uns wieder. Musik, Stille. Und bis gleich. Oh, this is you crazy mother-